Habt ihr euch auch schon immer mal gefragt, was die oberen Monitore bei den Simrigs für eine Funktion haben können? Bleibt dran, ich zeige euch was. Viele von euch werden das vielleicht schon mitbekommen haben, aber ich habe ja mein Simracing begonnen mit einem ganz normalen Screen, wo mein Spiel drauf war. Und habe mich immer gefragt, wofür benötige ich eigentlich den zweiten bzw. vierten Bildschirm, der immer über den eigentlichen Monitoren angebracht ist. Es gibt da echt viele Verwendungsmöglichkeiten, aber für mich war ganz klar, ich hätte gerne ein Live-Timing der Session, in der ich mich gerade bewege. Und es ist gar nicht mal so einfach, eine gute Software zu finden, die all das macht, was ich mir dort halt wünsche. Und es hört sich im ersten Schritt auch sehr, sehr einfach an und es gibt ja Tonnen von Tools, Cups, RaceLab und wie sie alle heißen. Selbst SimHub hat ja sogenannte Overlays, mit denen sowas man ähnlich hinbekommen kann. Aber ich war halt auf der Suche nach wirklich einem Lifetiming-Tool, was dem tatsächlichen Monitoren in der Box oder der offiziellen Zeitnahme sehr ähnlich aussah. Vor allem interessierte es mich halt nicht nur die Rundenzeiten zu sehen, sondern permanent halt auch, wie man es halt von den Zeitenmonitoren kannte, auch zu sehen, wie entwickle ich mich in den Sektoren. Ich sehe halt, verbessere ich mich gerade, dann wird es grün, es ist eine absolute Bestzeit für mich, dann wird es purple. Das sind halt die Sachen, die für mich halt jetzt gerade mal von Interesse waren, denn ich habe halt festgestellt, ich bin noch bei weitem nicht da, wo ich vielleicht gerne sein möchte. Das heißt, ich muss halt lernen und verstehen, wo ich mich verbessern kann. Und da halte ich diese Daten halt wirklich für sehr, sehr sinnvoll. Zumal ich auch nicht immer in die Box möchte, um da auf dieses doch sehr unterdurchschnittliche Timing, auf die Timing-Page von iRacing zu schauen, sondern hier seht ihr es einmal eingeklinkt in dem Kasten. Während ich auf der Strecke bin, sehe ich automatisch die Zeiten, die ich fahre in den Sektoren. Das war jetzt eine Outlap, also nichts Berühmtes. Und das Ganze ist halt dann wirklich sehr, sehr spannend, denn ich kann das halt für mich verwenden, um halt auch zu sehen, was passiert denn rechts und links neben mir auf der Strecke, wer fährt eigentlich was und wie viel Zeit benötige ich noch, um halt vielleicht einen Platz oder mehrere Plätze gut zu machen. Kommen wir nun aber mal zum Tool. Das Tool ist relativ einfach aufgebaut. Ihr seht hier, es gibt unterschiedliche Spalten, die definiert werden können. Das zeige ich euch gleich, wo ihr Daten bestimmen könnt, die ihr auf eurer Timing-Page sehen möchtet. Jeder hat da so sein persönliches Look and Feel, was er gerne haben will. Ich bin da vielleicht auch noch nicht bei meinem Optimal-Design angelangt, aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Hier sehe ich nämlich wirklich auch viele Informationen, die mir halt helfen, wie welchen Topspeed haben die Kollegen vor und hinter mir. Was fahren die in den Sektoren? Wie viel Zeit fehlt mir noch, um Positionen gut zu machen? Aber das Tool kann auch noch viel mehr. Und zwar, wenn man das hier einmal aufklappt, ist es nicht nur ein Tool, wo ich ein Live-Timing herbekomme, sondern ich kann damit auch meine Overlays steuern, die ihr so aus den Spielen kennt, die von RaceLab oder ähnlichen Produkten halt auch übernommen werden. Und ich kann auch für das Streaming bestimmte Grafiken einfach einblenden. Also das Tool ist nicht nur ein reines Timing-Tool, aber wir beschränken uns heute mal im Detail wirklich nur mit dem Thema Zeitmonitor, weil das ist halt der Verwendungszweck, den ich halt habe auf dem vierten, beziehungsweise bei mir ist es ja der zweite Monitor in meinem Setup, weil ich ja einen Ultra-Widescreen fahre. Also genug geschaut, hier kommen wir so in der Form für die heutige Session noch nicht weiter. Das heißt, wir können da halt entsprechend jetzt das Ganze erstmal wieder einklappen, um uns die Einstellungen des eigentlichen Zeitenmonitors auch anzeigen zu lassen. Ja, also ich habe halt die Möglichkeit, und das seht ihr da, wird der Status der einzelnen Leute auch mitgetrackt, wer verlässt wann die Box.
Und wenn ihr über das Hamburger-Menü geht, dann habt ihr die Einstellungen für dieses Lifetiming-Bild und könnt da halt entsprechend jetzt nach euren, sag mal, persönlichen Vorlieben Felder einblenden, ausblenden, um das Ganze dann wirklich sehr praktikabel für euch werden zu lassen. Das Tool funktioniert aktuell nur mit iRacing und ist nicht in anderen Tools anwendbar. Und ich bin ja immer noch auf der Suche und dankbar für gute Tipps, wenn ihr mir vielleicht auch verraten könnt, mit was ihr so unterwegs seid und wo ihr die ganzen Informationen herbekommt. Das würde mich interessieren, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare rein. Also hier wirklich im Menü kann ich auch das Look and Feel entsprechend nochmal anpassen. Ganz wichtig, es gibt zwei systemische Einstellungen, die ihr prüfen müsst. Und zwar, damit das Tool vernünftig funktioniert, müsst ihr die entsprechende Verbindung in iRacing eingestellt haben. Das heißt, wenn ihr eine schnelle Internetverbindung habt, dann wählt diese auch aus. Denn sonst kommt es dazu, dass eventuell Datenpakete auch weggelassen werden und dann funktioniert euer Timing nicht mehr ganz so akkurat. Auch ganz wichtig, aber das kennt ihr aus anderen Tools auch schon, die maximale Anzahl der Autos bitte auf 63 stellen, dass da auch tatsächlich nichts entgeht. Nun, wie komme ich an das Tool und was kostet mich das Ganze? Also das ist eine Firma, die aus England kommt, die das Ganze entwickelt hat in mühevoller Kleinstarbeit und das Ganze als Suite dann auch entsprechend für uns Anwender anbietet. Das ist auf der einen Seite, wie ich finde, nett gemacht und da hat sich jemand sehr, sehr viel überlegt. Aber man muss auch dazu sagen, da kommen wir gleich auch zu, das Ganze hat auch seinen Preis. Hier seht ihr nochmal die zwei weiteren Funktionen. Das hat also die Overlays klassisch und die Funktionalitäten, die ihr für das Streaming benötigt. Apropos Preis, hier seht ihr es. Es gibt halt Bundle-Produkte. Und das Ganze, dadurch, dass es eine englische Firma ist, kostet pro Monat 8,33 Pfund zuzüglich Steuer. Das Ganze wird dann noch umgerechnet in Euro und dann liegt ihr da tatsächlich pro Monat bei 10, 11, 12 Euro, je nach Wechselkurs. Das ist also nicht ganz wenig. Ihr könnt natürlich auch die Jahreslizenz direkt beauftragen. Dann spart ihr im Verhältnis noch ein bisschen und ganz wichtig auch, wenn ihr euch mit mehreren zusammentut, kann der Preis auch wirklich signifikant nochmal nach unten gehen. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Was hier sehr positiv ist, ihr müsst gar nicht viel einstellen. Ihr gebt einfach nur, während ihr den Artikel in den Warenkorb legt, euren iRacing-Namen und die ID an, ladet das Ganze runter, installiert es und es funktioniert automatisch. Was mich jetzt allerdings interessiert, schreibt es in die Kommentare, wie macht ihr das denn mit dem zweiten oder vierten Monitor? Das würde mich interessieren. Danke, bis bald!